Von Sklaven zu Spekulanten. In ein Land, wo das Kolonialerbe bald einer modernen Metropole Platz machen wird. Eben noch war Myanmar eine verschlossene, rückständige Militärdiktatur. Dann begann eine vorsichtige Öffnung. Friedensnobelpreisträgerin San Suu Kyi ist frei, es gab Wahlen und nun sucht Myanmar einen eigenen Weg. Und das versetzt Spekulanten in Hochstimmung. Wieder eine Werkbank für die Welt, Spielplatz für Bauprojekte. Und wer nicht mithalten kann, sagt Robert Hedtkemper, der muss weichen. Im Verkehrsgewühl der Innenstadt von Yangon sind wir unterwegs mit einem Mann mit einer Mission. Tan Minh U zeigt uns die Kolonialarchitektur der Stadt. Er stammt aus einer der prominentesten Familien von Myanmar. Seit der Öffnung des Landes boomt die Metropole und Herr Tan sorgt sich um das Bild der Stadt. Hier haben wir eine Ansammlung von Gebäuden aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Aber, sagt er, hier baut schon jemand einen Hochhauskomplex, der ruiniert den Anblick. Tan Minh U hat einen Verein zum Erhalt des Architekturerbes gegründet. Noch gilt Yangon als Stadt mit der am besten erhaltenen Kolonialarchitektur Asiens. Myanmar war einst britische Kolonie. Aber schon überall in der Stadt wachsen im Boom gesichtslose Apartmentblöcke, Shoppingzentren und Bürokomplexe. Lange hat die Zeit stillgestanden für die Denkmäler des britischen Erbes. Vom Westen isoliert ließen die früheren Militärdiktaturen die Bauten mehr und mehr herunterkommen. Tan Minh U will sie retten. Wir wollen uns das Schicksal so vieler asiatischer Städte ersparen, sagt er. Bangkok oder Jakarta sind tolle Städte, aber sie ersticken im Gewühl. Wir brauchen Stadtplanung. Aber ich will auch die Verbindung zur Vergangenheit. Denkmalschutz soll das Zentrum erhalten, etwas, worauf die Menschen stolz sein können als Bürger des Landes. Die Straße Nummer 26 ist typisch für die Wohn- und Geschäftsviertel im Zentrum. Es ist schachbrettartig angelegt mit geraden Straßen. Auch das ein Erbe der Kolonialzeit. Viele Häuser sind verkommen. Aber die Grundstückspreise sind inzwischen explodiert, ebenso die Mieten hinter lieblos renovierten Fassaden, teure Apartments. Es begann vor 3 Jahren, sagte er. Einige Leute verdienten plötzlich viel Geld mit dem Export von Jade nach China. Hunderte von Millionen Dollar. Oft kleinere Geschäftsleute ohne Verbindungen ins Ausland. Den Banken traut man nicht, also kauften sie Häuser und die Preise stiegen. Hinzu kommt jetzt Grundstücksspekulation. Am Stadtrand von Yangon lebt Frau Nguyen mit Mann und Kind in einer Bambushütte. Sie packen schon ihre Habe, denn selbst hier steigen die Mieten. Bisher zahlten sie umgerechnet 30 Euro im Monat für das Slumhaus. Jetzt will der Besitzer 50 Euro. Das ist zu viel für unser Einkommen, sagt der Tan Saw. Wie ein Dominoeffekt, sagt sie. Die Lebensmittel werden teurer, dann die Mieten. Der Slum liegt auf potenziellem Industriegelände. Das ist in Yangon schon teurer als Fabrikgelände in den USA. So hat auch Herr Tan Saw seine Mission. Mit dem Bus fährt er hinaus ins weiter entfernte Umland von Yangon auf der Suche nach einer Bleibe für die Familie. 1,5 Stunden dauert die Fahrt nach Osten. Weit draußen, so hat er gehört, soll Wohnen noch billiger sein. Wir bleiben noch in Yangon. Herr Tan Minh U zeigt uns eins der vornehmsten Wohngebiete, eine grüne Oase mitten in der Stadt. Windermere Estate war das bevorzugte Viertel der britischen Kolonialbeamten, später der lokalen Eliten. Hier liegt das Haus seines Großvaters, U Thant, in den 50er Jahren Generalsekretär der Vereinten Nationen, ein Nationalheld. Sein Enkel ist in New York geboren, der Historiker will aus dem Haus ein Museum machen. Dies sind, sagt er, die typischen Bungalows der Briten hier und in Indien. Nein, sagt er, dies Haus von U Thant ist nicht nur Kolonialgeschichte. Viele koloniale Bauten bedeuten eben auch so viel für Myanmars Geschichte, sagt er. Das Sofas Building in der Innenstadt, erbaut 1906 von einer jüdischen Familie.
Einst Zentrum des kosmopolitischen Lebens in Yangon, heute umlagert von Straßenhändlern und Teeshops. Einst traf man sich hier im Café Wien, heute vergammeln nicht nur die elektrischen Leitungen, in den oberen Etagen billige Garküchen neben einem Innenhof voller Abfall und obskure Büros. So sieht es fast überall aus hinter den alten Fassaden. Im ersten Stock eine Galerie, sie gehört der Malervereinigung von Myanmar. Renovieren, der Kunstfreund Uki Windlacht, dafür ist kein Geld da. Herr Tan Zhou ist inzwischen angekommen im Bezirk Tanlin. Ein Makler führt ihn zu einer Hüttensiedlung. 15 Euro im Monat, kein Wasser, kein Strom. Naja, sagt er, nicht schlecht, aber ich müsste wohl etwas renovieren. Toiletten hinterm Haus, nebenan ein Brunnen. Herr Tan Zhou ist unentschieden. Yangon boomt. Ausländische Investoren zahlen hier für Büroflächen so viel wie in New York. Für die meisten Bewohner der Stadt wird das Wohnen zu teuer. Herr Tan Zhou und Frau Nguyen verdienen ihren Unterhalt mit dem Verkauf von Fischen und Fröschen. Der Abstand zwischen Arm und Reich wird immer größer in Myanmar. Irgendwie werden wir schon überleben, sagt sie. Das ist die andere Seite der neuen Freiheit in Myanmar. Mach doch auch was über bedrohte Minderheiten in Myanmar, postet Sarah S.H. auf der Weltspiegel-Facebook-Seite. Danke, Sarah, wir kümmern uns. Ein Podcast von das Erste.de.